Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King. Wir sind das letzte Mal bei dem Boss hier stehen geblieben beim Theater. Und ich finde die Musik hier gerade richtig, richtig toll, muss ich sagen. Ja, ich weiß, es ist ein paar Tage her, es tut mir leid. Ich habe mich in Animal Crossing wieder verliebt und dann hatte ich jetzt eine neue Arbeit gefunden. Blabliblub. Auf jeden Fall geht es jetzt wieder weiter mit Paper Mario. Und sie lieben mich immer noch alle. Yeah. Oh, ihr Kreton. Ihr Kretons. Kulturelle Krummenpicker, Mario im Rampenlicht, es ist obszön. Los, geknebelte Ovationen für den wahren Star, nämlich mich! Oh Gott, ich hatte das die ganze Zeit im Hinterkopf, dass wir jetzt endlich beim Boss sind und so. Ja, das ist dieser... Die Musik, Alter. Der elastische Entertainer Gummiband! Den hatte man im Trailer ja auch schon gesehen. Alter, die Musik. Sehr grazil auf jeden Fall, Mr. Gummiband, sehr grazil. Zugabe! Hä, wer bist du denn? Hältst du dich etwa für den Chef hier? Wobei dein Auftritt gerade ja schon schön schick war. Das stimmt schon. Naja, jedenfalls, mein Freund Mario hat ja auf den Weg hierher schon 100 Mal die Show gestohlen. Frag nur die Leute. Hals- und Beinbruch, das sagt man doch nur so. Stell dir mal vor, wenn Mario wirklich etwas passiert wäre. Stimmt's nicht, Mario? Schließlich bist du ja nicht aus Moment, aber du bist aus Gummi. 1000 kleine Gummibänder, dann bist du also der Fiesling, der die ganzen Toads gefesselt hat. Gib's zu, Bänderberg. Welch Monolog. War das Impro? Ich bin entzückt. Kleines, hast du nicht mal selbst an deine Karriere auf der Bühne gedacht? Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend proben. Jetzt ist erstmal Zeit für eines. Eure Deniere? Irgendein französisches Wort. Deniere. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich hab's noch nie gehört. Macht euch bereit, ihr Banausen. Nun küsst ihr die Bretter, die die Welt bedeuten. Immer diese Impromeister. So, gut, ich habe jetzt natürlich auch eine Weile nicht mehr gekämpft. Und immer bin ich gespannt, ob ich das überhaupt noch kann. Und die Bosse sind ja immer ein bisschen krasser. Jetzt bekommt ihr auf jeden Fall die elastische Energie meiner Schnipsgummis zu spüren. Achtung, diese Vorstellung dehnt sich. Witziger Typ. Bin gespannt. Oh, was er drauf hat, er kann auf jeden Fall Sachen wegschnipsen. So ein Bösewicht. Ist die Frage, ob man da überhaupt draufgehen darf. So als Mario. Okay, und da sie auf dem Spielfeld bleiben, denke ich mal, die würden mich auch zurückstupsen, wenn ich auf die raufgehe. Bedeutet also, wir gehen nach links, nehmen den Hinweis mit. Und ich glaube, so ist das schon ganz gut und dann treffen wir ihn auf jeden Fall. Ja, wir lassen das so. Ab die Post! So, was ist der tolle Tipp? Versuch doch mal, in eines der gespannten Bänder hineinzulaufen. Wehtun können sie dir nicht. Ja toll, aber was machen die denn? Die schubsen mich doch eh nur zurück. Dann habe ich einen ganzen Zug verloren. Was ist das für ein blöder Tipp? So, hier. Ich tritt in Aktion und mach dich fertig. Mit meinem Faltarm nämlich. Siehst du? Okay, ja. Los, ich zieh dich und mach dich kaputt, du. Achso, ich muss loslassen. Ah, das finde ich nice. Er verliert einfach seine Gummibänder. Und irgendwann ist er dann nur noch ein Gerüst, oder wie? Oh, ihr wagt es, an meinen Kopfschutzputz zu ziehen. So springt man doch nicht mit einem Star um. Tja, aber ich bin hier der größere Star. Es kann nur einen Star auf dieser Theaterbühne geben. Nein, nicht der Rückschlag. Nein, die... Was? Er heilt sich. Die Zombie-Gummibänder. Ein bisschen gruselig ist das ja schon. Nun erlebt ihr ein fesselndes Solo. Passt auf. Gleich könnt ihr euch vor Rührung nicht mehr rühren. Vor was? Rührung? Achso, Rührung. Die Rührung. Ah, nee, bitte. Bitte unterlassen Sie das. Ah, das tut doch weh. Mann. Dass die Bosse halt immer wehtun müssen. Ich verstehe das nicht. Wollen wir trotzdem mal so ein Teil ausprobieren? Es kann halt auch sein, dass das einfach nur Pfeile sind, die dann uns in eine Richtung duddeln. Ich würde schon gerne mal ausprobieren, was die machen. Wir packen den einfach mal hier nach vorne und sagen dann, ich will angreifen. So, so lassen wir das, mal gucken, was passiert. Au! Okay, man fällt einfach hin. Und jetzt? Toll, man fällt hin! Vor allem, der Tipp hat doch gesagt, Schaden kann man nicht bekommen. Na, ich habe auch gar keinen Schaden bekommen, ne? Okay, damit hat er also in Wirklichkeit nicht gelogen. Aber mit einem anderen. Ah, nein! Und jetzt kann ich nicht mehr ausweichen. What? Wenn du den ersten verkackst, dann kannst du nicht mehr ausweichen. Und jetzt bin ich auch noch eingeschnürt. Ja, jetzt ist er doppelt dran, oder was? Alles klar. Okay, das ist ja richtig unfair. Mobb mich doch nicht so. Ach, du Sch... Okay, das ist böse, wenn er das macht. Und dieser blöde Hinweis. Ich achte nie mehr auf die Hinweise. Die sind ja böse. Das hat bestimmt der Boss von sich aus dahin gelegt. Los, Mario, drück A. Du musst A drücken. Im richtigen Moment. Drück doch einfach A. Wie lange er war. Yo, er hat wieder was anderes gemacht.
Okay, ich glaube, das ist bisher der schwerste Boss, den ich hatte. Und ich glaube, mit ein bisschen Pech könnte er mich sogar im nächsten Zug einfach töten. Okay, wir probieren das mal so aus. Auf jeden Fall nehmen wir Leben mit. Nom nom nom, ja, lecker Leben. Oh, das mag ich. Hä? Ah, jetzt verstehe ich die. Also die, es macht schon... Aua. Es macht schon einen Unterschied, dass sie ja auch so einen Pfeil darstellen. Die schnippen so zusammen. Oh nein, ich hab nicht aufgepasst. Die schnippen so zusammen und dann schnippt man in die Richtung, wo der Pfeil quasi zugeht. Okay, dann ist man dadurch quasi gezwungen, irgendwo hinzugehen. Heißt aber auch, wenn man diese Schnipper, na, ich kann nicht ausweichen, von unten trifft, dann schnippt einen das halt. Nee, ich hab gar keine Ahnung, Leute, was erzähle ich denn hier? Keine Ahnung. Wenn ich das jetzt so lasse, dann läuft er bis zu dem Gummiband da oben und läuft dann wahrscheinlich weiter nach rechts lang. Okay, wir lassen das so. Ich glaube, wir kriegen jetzt Faltarme. Genau, er läuft einfach weiter und jetzt kriegen wir die Faltarme. Okay, jetzt habe ich die verstanden. So, let's go. Das hat ja letztes Mal auch schon gut funktioniert. Und deine Haare sind eh doof. Bau! Ist sein Körper auch einfach ein Gummiband? Ein ganz großes Gummiband? Ja, ne? Wie ist das denn möglich? Der Boss ist voll unlogisch. Der kann doch auch gar nichts sehen. Woher weiß er, wo ich bin? Na, zu früh. Nein, nicht zu früh. Nice. Wow, wow. Okay, ich habe aber ausgewichen. Alles cool. Der hat den einen verzögert. Der Typ ist echt böse. Muss ich ja sagen. Und er verletzt sich selber. Ich habe das gerade gesehen. Wenn er seine Gummibänder losschmeißt, hier um uns zu nerven, verletzt er sich selber. Was ein Dummkopf. Richtiger Vollidiot. Okay, wir lassen das so. Dann laufen wir da nach oben. Dann laufen wir weiter nach rechts. Laufen wieder nach oben. Heißt, an sich muss einfach nur der hier geändert werden und dann sind wir Tutti Frutti. Kriegen sie auch noch Leben dazu. Weiter, weiter, weiter. Komischer Tipp. Müsste dasselbe sein. Nee. Hä? Lauf nah an den Gegner, ehe du die Faltarme einsetzt. Dann kannst du mehr Gummibänder greifen. Das hätte er mir mal als ersten Tipp geben sollen. Zieh die gegriffenen Bänder dann so weit zurück, wie du kannst und lass sie zurückschnalzen. Ja, ich glaube, an diesen Punkt werden wir nicht mehr kommen. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Kann ich ihn trotzdem angreifen? Schön mit ein paar Glitzereisenstiefeln? Ja, vielleicht die Glitzerstiefel. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich ihn überhaupt angreifen kann, weil das ist jetzt ziemlich weit weg. Na, doch geht. Okay, hätte ich nicht erwartet, to be honest. Ah, eine Runde ist noch. Vielleicht tötet er sich aber selber. Ja, wie niedlich. War das eure Probe? Erbärmliche Vorstellung, Herz, sie hat aufgepasst. Jetzt zeige ich Präsenz. Er sieht so gruselig aus mit seinen Gummibändern. Zombie-Gummibänder des Todes. Nein. Ah, wie lange er immer wartet. Das ist so schwer abzupassen. Guck mal, er verletzt sich mit jedem Gummiband, den er dahin platziert, selber. Ich glaube nicht, dass wir ihn so töten können, deswegen werden wir es anders machen. Wir nehmen den nach vorne, dann laufen wir dahin, dann nehmen wir das mal 2 mit. Und ich glaube, dann muss der nur noch dahin und dann passt das. Also wir tun ihn auf jeden Fall weh und können 2 Aktionen machen. Wenn ich das alles... Ja, dann haben wir die 2 Aktionen. Wenn ich das alles richtig im Kopf berechnet habe. Ja, geil. So, jetzt ist die Frage, was macht mehr Damage? Macht der Hammer mehr Damage? Ich meine, wir haben so einen geilen Feuerhammer. Wollen wir den einfach mal ausprobieren? Feuer gegen Gummi ist aber richtig gut. Komm, wir testen einfach mal, was der Feuerhammer macht. Vielleicht brennt er dann ja sogar. 20 Damage. Aber er brennt nicht. Wieso ist er denn jetzt dran? Ich hatte doch 2 Züge. Nein, ich habe den doppelten Damage gemacht. Ah, das sind nicht 2 Züge, sondern doppelter Damage. Und er hat einfach genauso viele Leben wie eben. Okay, also wir müssen wirklich die Faltarme einsetzen. Wir müssen wirklich die Faltarme einsetzen, damit wir ihn überhaupt genug Damage machen können, dass er sich nicht wieder erholt. Kriegt jetzt natürlich richtig viel Damage rein, ne? Ja, was macht... Achso, hat er schon mal gemacht. Das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Viri, diri, libet. Ja, wer ist ein böser Boss? Ja, du bist ein böser Boss! Ja, Friede, böser Boss! Also, wir laufen dahin, aktivieren das Ding. Dann laufen wir weiter nach rechts. Nee, ist schlecht. Weil wir dann wieder nach unten geschnipst werden. Oh, damn. Ich komme aber nicht weiter nach oben. Nein, ich sterbe hier gleich. Ich brauche auf jeden Fall die Leben. So, jetzt haben wir schon mal Leben. Dann läuft er dahin, dann laufen wir runter. Ich weiß nicht, was passiert, Leute. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Oh Gott, aber wir kriegen auf jeden Fall Leben, hoffe ich. Ja, die Leben kriegen wir. Und ich hoffe, diese Leben lang, dass wir nicht sterben. Wir aktivieren sogar noch was. Und jetzt werden wir aber zurückgeschnalzt, leider. Und jetzt bin ich gespannt, was genau passieren wird. Ja, wir fallen einfach hin. Oh, oh. Ah! Temporückschlag. Er heilt sich wieder. Das ist voll complicated. Ah, steht für Abwehr. Okay, Ducky, ihr Toads da hinten. Ah, steht für Abwehr. Okay, er macht... Nein, 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 zu früh! Love you! Wieso ist der so böse?
Oh, ich kann hüpfen! Ich kann hüpfen! Nein, bitte lass mich in Ruhe! Nein, bitte! Ich bin ausgewichen! Leute, ich bin einfach ausgewichen! Sorry. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und jetzt ist da plötzlich eine Schatztruhe. Ja, tu dir selber weh. Ich glaube, jetzt langt sogar, wenn wir ihn einfach so angreifen mit dem Hammer oder so. Oh mein Gott, ist das aufregend hier. Wir können... Warte, wir machen das so. Und jetzt ist er auf jeden Fall tot, glaube ich. Ich glaube, das sieht gut... Ja, komm. Komm, mach. Wenn das jetzt nicht hinhaut, dann bin ich garantiert tot. Aber ich glaube... Ja, wir haben die Faltarme. Wann auch immer wann wir die aktiviert haben. Anscheinend zählt das für mehrere Runden. Oh, gut. Das war aber ein knapper Kampf. Jetzt muss er aber auch sterben. So, wehe, du bist nicht tot. Wehe, du hast noch ein Ass im Ärmel oder ein Gummiband in deinem Schädel. Keine Ahnung. Was? Nein, 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 bitte, warum? Bitte nicht. Schau nur, wie das Band wankt und wabbelt. Irgendwie voll eklig und schwer zu greifen. Ja, wabbelnde Dinge sind schon wirklich sehr eklig. Verdammt, mein Blüß, das mit dem Handblitz. Ich hab mich zum allerletzten kandidiert. Das sollte mir büßen. Zeit für die naturalistische Methode. Na, jetzt macht er doch nochmal Damage. Aua, nein, ich bin aber doof. Warum willst du das? Das ist doch unfair. Wieso liebt ihr doch mit deinem fucking Lieben? Ich hab ein One-Up, stimmt? Stimmt, ich hab hier ein One-Up. Das war trotzdem mega fies. Q-Boss, ohne Witz. Warum einfach? Warum ist er so gemein zu mir? Ich will nicht, dass er so gemein zu mir ist. Okay, warte, wir nehmen die Kiste mit. Und knubbeln ihn jetzt einfach tot. Da, blöder Boss. Du stirbst jetzt. Für diese, dafür, dass du mir das One-Up weggenommen hast, bist du jetzt einfach tot. Und zwar mit richtig geilen Glitzerstiefeln. Die hast du dir verdient. Und Mario Sprung, der Todes... Nein, was? Wieso? Warum macht das null Damage? Warum? Warum? Ich hasse diesen Boss. Wie soll man... Warum... Woher soll man wissen, dass man damit kein Damage macht? Und warum macht es kein Damage? Sieht übrigens aus wie so ein Freundesband, dieser Typ gerade. Kennt ihr die noch? Freundesbänder? Hat man in meiner Grundschulzeit auf jeden Fall immer richtig schön gesammelt. Okay, heißt aber, wir müssen auf jeden Fall hier aktivieren. Dann hat sich doch die Sache. Jetzt aber. So viele unvorhersehbare Sachen hier. Unbelievable. Ich hatte übrigens sehr, sehr viele Freundesbänder früher in der Grundschule. Ja, ja. Und ich habe mir die nicht alle selber gekauft. Nein, nein. So, du blöd. Ja, genau. Wobbel doch hin und her. Ich krieg dich trotzdem. Ich krieg dich trotzdem. Jetzt bleib stehen. Und jetzt ist gut mit dieser Kacke hier. Diese blöde Gummischeiße. Die. Mario ist wieder voll brutal. Bye, bye. Uff. Der war richtig anstrengend. Oh mein Gott. Er hat mich ja vor allem besiegt eigentlich. Okay, ich muss mir jetzt auf jeden Fall wieder ein One-Up holen, weil wenn der nächste Boss auch wieder so schwer wird, dann wird das nichts. Da denkt man, man hat ihn einfach erledigt und dann wie in einem guten Theater kommt er nochmal wieder, also man jubelt schon so und dann kommt er und sticht einen sein Gummi in den Rücken. So war das gerade. Ach und wie, Mario, du Schurke, wie konntest du nur? Oh, schlechte Welt, oh, Grausamkeit, oh, triste Ungerechtigkeit. Musen, lauschet, wer hier spricht, hört ihr denn mein Klagen nicht? Ach, es dünkelt mir die Sicht. Erlischet nun mein Bühnenlicht, bloß wegen diesem frechen Wicht, der Gummis zupfen feige Pflicht. O Zeiten voller Niedertracht, so war sie dies, die letzte Schlacht. Adieu, denn nun ist Schicht im... Alles klar. Diese Explosion, die musste sein. A la Steven Spielberg. Yay! Ach stimmt, warte. Nee. Wir kriegen kein neues Pentagramm-Dingsbums da, ne? Pentagon-Dings, weil das war ja kein Pentagon, das war ein richtiger Boss. Ah, Mario, du hast ins Theater ein Ende gemacht und unseren Gefangenschaft auch! Ja, bravo, bravo, Mario! Du bist der Allerbeste! Bravo, Mario, bravo! Ja, danke, danke meine Fans, danke, danke, ich bin Mario und habt ihr recht. Saving Toads since 1992, I don't know. Ah, du hast es geschafft, Mario. Jetzt müssen wir nur noch die Luftstange lösen.
Ja, ich habe nur ein One-Up verloren. Let's go. So, König Olli. Ich bin dir auf den Fersen und werde dir ins Gesicht schlagen, so wie dieser Luftschlange hier. Das werde ich mit dir tun. Und dann wirst du explodieren. Und dann ist die Welt eine bessere. So, Luftschlange 2 von 5 erledigt. Oh Gott, dieses Let's Play wird, glaube ich, noch eine Weile dauern, wenn das so weitergeht. Ja, blaue Luftschlange gelöst. Und einen größeren Sack bekommen wir auch. Irgendwann haben wir Schlepphoden. Das wird geil. Oh, gut, Mario. Jetzt geht's zurück in die erste Etage. Also nimm bitte wieder Platz. Glaub mir, ist besser so. Okay, aber hier kann man doch bestimmt irgendwas machen. Da oben ist ein Loch. Ich möchte dieses Loch bitte identifizieren und desinfizieren und so. Nicht, dass das ein Glowy Hole wird. Das will keiner, glaube ich. Und das wäre auch unfair, weil da könnten da nur große Leute rein. So, hier, du, ihr wart da Stapel, ne? Habe ich euch jetzt gerettet? Ah, das war fantastisch! Wir sind froh, dass wir diese Show gesehen haben. Naja, nicht, dass wir eine große Wahl hatten. Ich habe die nicht ich habe die schon alle gerettet, oder? Also jeden Einzelnen. Bravo, 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 bravo. Zählt das als gerettet? Oh, setz dich bitte hin, Mario! Ach Mann, na gut, dann setze ich mich halt. Hey, toll gemacht, ihr beide wart wirklich großartig. Ich habe mich etwas schlecht gefühlt, weil ich nur zugeschaut habe und nicht klatschen konnte, aber ich habe super laut gejubelt. Na gut, dann festhalten, jetzt geht's abwärts. Falsche Richtung? Hallo? Also, Oh, ist das jetzt wie... Ja! Das ist wie diese Freefall Tower. Wie im Hansapark oder Heidepark. Okay, ganz so ist das dann da doch nicht. Die sind auch richtig witzig. Habe ich mich als Kind immer nicht getraut. Aber so als kleiner Mini-Erwachsener dann doch. Und dann war es richtig witzig. Finde ich sehr gut. Da kriegt man richtig den Adrenalinschub bei diesen Freefall-Towern. Muss jeder mal ausprobieren, Leute. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, geht mal in Heidepark oder sonst wo. Gibt es wahrscheinlich in mehreren Parks und probiert die aus. Wir haben die blaue Luftschlange gelöst und die Toads gerettet. Dann wären wir hier wohl fertig. Oh, du warst richtig toll auf der Bühne, Onkel M. Aber jetzt geht es erstmal raus hier, ein bisschen frische Shogunland-Luft schnuppern. So, aber was mich jetzt interessiert, habe ich diese Toads wirklich alle gerettet? Shogun Theater, ich habe 98% der Toads gerettet, steht da. Steht aber nicht wie viele, oder was? 258. Ha, jetzt hätte ich wissen müssen, wie viele ich insgesamt schon gerettet habe. Mr. Yolo King, wissen Sie, wie viele ich insgesamt vor der letzten Folge hatte? Weil jetzt habe ich 258. Das würde mich wirklich mal interessieren. Dann hätte sich dein Gezähle nämlich auch richtig gut gelohnt. Ding, ding, dong. Und irgendwo sollte hier jetzt noch ein Toad sein, weil wir haben nur 98% der Toads gerettet. Ich verlange, dass hier jetzt noch... Oh, man kann hier hinten noch lang gehen. Nicht dein Ernst. Und das ist der letzte Toad. Ich habe dich nicht vergessen, kleiner Kaktus-Toad. Hatten wir schon mal einen grünen Toad? Bin mir nicht sicher. Oh, eigentlich sollte ich diese schon moderieren. Aber nach der ersten Probe hat man mich zum Kaktus umbesetzt. Okay, damit haben wir alle gefunden. Nice, you. Und wie sieht's auf der anderen Seite aus? Da kann man auch einfach hingehen. Und hier ist noch eine Schatztruhe. Guck, lohnt sich immer noch, auch nach dem Theater, mich nochmal ein bisschen rumzusuchen. Ein Pappmacho Sniffet Revolverheld. So heißen die. Okay, haben wir auch alle Schätze gefunden. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo, wenn ihr die nächsten Folgen nicht mehr verpassen wollt. Ich werde das Let's Play auf jeden Fall beenden. Weil Paper Mario liegt mir am Herzen. Ja, ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann zur nächsten Luftschlange geht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.